Hallo ihr lieben Mini-Ninjas und willkommen zurück zu The Search. Inzwischen ist das Spiel erschienen, sowohl für PC wie auch Xbox und PlayStation. Und ihr könnt quasi selbst mitspielen, während wir uns hier schnetzeln, Gegner zerlegen und weiter herausbekommen, was es mit dieser ganzen merkwürdigen Industrieanlage auf sich hat und warum uns einfach ein paar Nieten in den Körper reingeschraubt wurden. Wir mit diesem Exoskelett hier nach und nach uns durch die Anlage kämpfen müssen. Wir sind in Fertigungskomplex B angekommen. Das zweite Gebiet eigentlich nach dem ersten Boss. Und haben beim letzten Mal eine Drohne erhalten, mit der ich nicht weiß, was sie alles kann, außer auf den Gegner zu schießen. Und ich weiß nicht, wir haben nichts mehr. Haben wir beim letzten Mal... Da haben wir noch ganz schnell ausgetauscht, einer unserer Mods, die ich immer nach wie vor grandios finde, die Idee, dass man für jedes Level-Up, das unser Charakter bekommt, also die Kernleistung quasi erhöht, wir sind jetzt bei Kernleistung 24, dass wir damit Modplätze freischalten, diese Implantate, und nicht etwa Lebenspunkte oder sowas bekommen oder mehr Schaden machen mit jedem Level-Up, sondern mehr und mehr dieser Implantate reinsetzen können und damit selbst entscheiden können. Wollen wir mehr Lebenspunkte haben, mehr Schaden machen oder wie in diesem Fall Energie, die wir im Laufe des Kampfes aufbauen, zu Heilung umwandeln. Und das war das Letzte, was wir gemacht haben und der Computer-Kommunikationsterminal müsste neu sein. Ja, kann derzeit nicht benutzt werden, steht direkt drunter. Hier muss man immer irgendwie anscheinend erst alles online schalten wieder, wenn man diese neuen Madbase findet. Warum, weiß ich nicht. Schönen Tag, Warren. Warren. Willkommen. Aufgrund eines Stromausfalls sind wir derzeit nicht in der Lage, unsere Dienste uneingeschränkt anzubieten. Hier gab es aber ganz offensichtlich nicht nur einen Stromausfall, auch einen Lebensausfall. Man kann ihn zumindest runter schlagen, den Feuerlöcher mehr aber auch nicht. Ach. Wieder dran denken, Benny. Anderes Steuerungsverhalten. Was wollen wir denn hier nehmen? Den Kopf. War es schon okay. Ja, The Search jetzt mittlerweile erschienen. Ist, glaube ich, sogar relativ günstig. Also gar kein 60-Euro-Spiel irgendwie auf Steam, sondern ich glaube, ich habe es für 40 oder 44 Euro gesehen. Schon merkwürdig. Energiesystem aktiviert. Sektor wird initialisiert. Sektor online. Ist jetzt das Energiesystem, was wir hier abgebrannt haben, damit es initialisiert wird. Ist das jetzt nach oben oder nach unten? Wir können ja einfach mal so eine Röhre hier, so einer farbigen, folgen. Denn wenn ich eins in Videospielen gelernt habe, dann ist es, farbigen Röhren zu folgen. Oh, das geht jetzt hier rein. Solltest du nicht an deinem Arbeitsplatz sein? Hallo? Ist da jemand? Kannst du mich hören? Du schon wieder. Bitte, wenn du kannst, dann melde dich. Warren, ich habe angefangen, mir Sorgen zu machen. Zum Glück bist du okay. Sagst du mir endlich, wer du bist? Sally. Ich bin Sally. Ich arbeite im medizinischen Team auf der Vorstandsebene. Ich versuche einfach irgendwie zu helfen, aber ich sitze fest. Ich bin hier oben völlig isoliert. Was zur Hölle läuft hier eigentlich? Es gab irgendeinen Zwischenfall, mehr weiß ich nicht. Dein Bereich ist abgeregelt. Ich sitze oben auf der Vorstandsebene fest. Es läuft so gut wie nichts. Ich bekomme jede Menge Notsignale rein, aber du bist der Einzige, den ich erreichen konnte. Wir müssen etwas tun. Toll. Hoffe, das qualifiziert für einen Gefahrenzuschlag. Okay. Wir müssen rausfinden, was passiert ist, und das werden wir nicht, wenn wir nur hier rumstehen. Wir stecken da gemeinsam drin, und ob es dir gefällt oder nicht, wir sind auf uns gestellt. Jedenfalls fürs Erste. Hast du versucht, Hilfe zu rufen? Das System ist komplett abgeriegelt.
Soweit ich weiß, ist es unmöglich, irgendwen von außerhalb zu kontaktieren. Und wie es aussieht, sind die meisten Kommunikationssysteme tot, abgesehen von den Servicestationen. Okay, ich soll... Sei vorsichtig da draußen. Komm jederzeit wieder. So einen richtigen Einblick in die Story hat das jetzt aber auch nicht gegeben, diese Minimalkonversation. Ich wollte genau mal die Heilung durchschalten. Wir haben ja momentan 6 normale Heilungen ausgerüstet als Implantate und eben diese eine Energieheilung. Da kommen wir noch nicht rein. Kann man eigentlich einfach runterspringen? Achso, das war wieder dieses merkwürdige Sprungverhalten, das ich nicht verstehe. Großer Hammermann. Und hinten steht auch wieder jemand rum. Ich glaube, ich will zuerst... Was? Drücke Y, während du einem Gegner gegenüberstehst, um deine Drohne mit deiner Drohne anzugreifen. Ich möchte Richtung Waffe. Ach, die hat ja richtig Schaden gemacht, du. Ah, okay, jetzt habe ich hier die Heilung benutzt, geht gut. Waffe hat aber jetzt nicht fallen lassen, oder? Schönes Geräusch, wenn man die Drohne nicht auswählen kann. Quatsch, die Heilung nicht auswählen kann. Manche Drohnenmodule benötigen Energie, um eingesetzt zu werden. Okay. Ich schleiche übrigens durch die ganzen Gänge durch, weil ich Angst vor dem Spiel habe. Das ist eine ganz einfache Sache. Okay. Ja. Das ist aber jetzt geskriptet, dass die hier aus irgendwelchen Dingen rausspringen, oder? Ist der jetzt einfach weggegangen? Ist das... Nee, ist der... Wie lang ist es her? Minuten? Stunden? Tage? Dieser Ort geht in Stücke. Ich gehe in Stücke. Man hat mir gesagt, es würde nicht wehtun. Dass alles nach ein paar Minuten vorüber war. Aber der Schmerz, als es angefangen hat. Ich war wach. Es grub sich durch mein Fleisch, bohrte sich in meine Knochen. Ich kann die Maschinen immer noch hören, immer noch fühlen. Und ich habe geschrien. Ich habe geschrien, bis ich keine Luft mehr in meinen Lungen hatte. Aber es hörte nicht auf. Es hörte einfach nicht auf. Lift gefunden. Ich versuche die Gebiete hier wirklich Stück für Stück abzulaufen. Weil hier doch recht viele Gänge da sind. So ja, eine Art Geheimgänge. Oder was man im ersten Moment nicht sieht. Wie gerade dieser kleine Korridor da. Was, ist das da ein Gegner? Dieses Geblitze da, das sieht irgendwie komisch aus.
Das ging schnell und ich habe ein bisschen Probleme gehabt mit dem Umschalten der Heilung. Ja. Naja gut, wird ja wohl beim nächsten Mal schönen Tag, besser Warren. Werden. Ach, du bist jetzt hier. Sicherheitsmaßnahmen in Kraft, bis die Gefährdung vorüber ist. Erhöhtes Gefahrenpotenzial. Zutritt vorübergehend verwehrt. Du kannst husten, du kannst husten. Ich hab nicht auf meine Ausdaueranzeige. Ich bin echt ein bisschen raus schon wieder. Ich hab überhaupt nicht auf die Ausdaueranzeige geachtet, dass ich gerade nicht angreifen konnte. Weil mich. Du kannst husten, du kannst pusten. Was ist denn das bitte für ein Spruch gewesen? Ich hab neue Nachrichten. Guck mir die da mal an. Sie hat gesagt, ich sollte zur Vorstandsebene gehen. Pass auf dich auf. Sicher wäre. Der Werkschutz hat sie abgeriegelt, aber der Weg dahin, das ist das Problem. Sie hat gesagt, die Sache wird bald unter Kontrolle sein und dass sie externe Unterstützung angefordert haben. Das zeigt nur, wie ernst die Lage ist, wenn sie um Hilfe von draußen bitten. Aber weißt du was? Ist okay. Wenn die alles unter Kontrolle haben, dann werde ich einfach hier sitzen bleiben und warten. Es ist erschreckend genug, den Geräuschen zu lauschen. Geschweige denn, da rauszugehen. Hier drin bin ich sicher. Jetzt glaube ich aber auch, dass es erschreckend genug ist mit den Geräuschen. Wir haben ja jetzt kein Metall mehr rumliegen. Deswegen können wir mal hier hochschauen. Was war denn das? Hat er mich gerade mit einem Schlag umgebracht? Ein Schlag, durch den ich gefühlt durchgerollt bin? Vielleicht geht ja jetzt der Schwierigkeitsgrad plötzlich nach oben. Oder wir müssten eigentlich jetzt woanders losgehen. Oder ich bin einfach total unaufmerksam. Krass. Bisher war das Spiel ja so, dass ich es meistern konnte für mich. Ich bin vielleicht nicht besonders schnell vorangegangen. Aber hab mich auch komm nicht zu dämlich wieder angestellt. Aber im Moment bin ich ein bisschen überwältigt. Und ich weiß noch nicht, woran es genau liegt. Wir sind das letzte Mal. Ich glaube nicht, dass wir hier zurückgehen können. Wir sind noch hier runtergefahren gekommen von der Station aus. Also von der, wie sagt man dazu, von der S-Bahn-Station. Und da geht jetzt ja theoretisch nur der eine Weg. Oder geht's hier noch lang? Ach, guck mal an. Ach, schön. Die machen das mit dem Kopf relativ häufig, ja? So ein bisschen Wolfram-Legierungen, MK2. Bekommen, ging es hier unten noch rein? Nee. Das klippt nur merkwürdig. Aber hier ist doch noch was, oder? Ist das dann eine Abkürzung, die man wieder freischalten kann? Das wäre ja schön. Ah, guck mal, hier geht wieder so eine rote Leitung lang. Die kann ich doch bestimmt wieder irgendwo aktivieren. Frage ist nur, wo. Aber irgendwo werde ich das können. Dass man da wieder gegen so ein Energienetz überbrückt. Und dann geht's ab. Hallo. So, und jetzt mal ein bisschen konzentrieren, Benny. Haben die übrigens jedes Mal andere Körperteile angreifbar, oder? Das ist zufallsgeneriert anscheinend. So, ganz überlegt. Nicht so hastig. Ganz überlegt angreifen. Ich glaube nicht, dass ich da oben gerade bei diesem Samurai-Typen lang sollte. Na, schau mal hier runter. Da ist ein Zehner. Da hoch kommen wir nicht. Kann ich hier aber reinspringen?
Achso, das springe ich wieder nicht hin. Ich geh gleich. Ey du, komm mal rüber. Mein Exo hat keinen Saft mehr. Bin eine verdammliche Statue hier. Kann keinen Zeg rummachen. Kannst du es ans Laufen kriegen? Mir eine kleine Starthilfe geben? Bitte, Kumpel. Ach, ich hab's genau gesehen, dass er kommt. Oh Mann, ey, Förderbandzentrale, okay. Ich glaube, da komme ich auch so hin. Aber krass, irgendwie stelle ich mich heute wirklich sau doof an. Und wenn das weiter so geht, werde ich heute. Gib Acht auf deine Kollegen. Sie geben Acht auf dich. Werde ich heute, genau, ein Video machen. Nämlich das, was ihr heute auch seht. Aber ich stelle mich echt gerade so dämlich an, dass es auch keine Freude macht, zuzugucken. Aber das ist der Weg, den ich ohnehin lang gegangen wäre, glaube ich zumindest. Von daher kann ich jetzt auch hier lang. Was die Drohne mir bringt, weiß ich noch nicht so recht, ehrlich gesagt. Naja, zumindest zum Anlocken ist ja ganz praktisch. Also so eine Art Bogen in Dark Souls, den man nicht macht, weil er total crazy abgeht. Kann es sein, dass ich die Drohne stärker mache, wenn ich mehr Energie habe, weil ich da auf meiner Energieleiste so ein Zeichen habe zumindest? Und ich kann ja zum Beispiel die Heilung von Energie in Heilung kann ich nur dann machen, wenn ich ausreichend Energie habe. Und das Exekutieren geht ja auch nur damit. Ich töte die ja auch relativ schnell. Ich weiß nicht, was da gerade mit mir los war. Hier muss man. Ey, wird man echt wieder zurückgeführt. Wenn ich hier für 75 Kernlevel haben muss. So, genau, das ist der Weg, wo ich vorhin nicht lang bin. Ich bin hier irgendwo rechts. Ach, ich muss dann doch mal in Ruhe schauen, wo ich lang bin. Na, Dude? Alles gut? Sind auch relativ simpel gestrickt. Haben wir Waffenlevel auf 9 gebracht? Hilfe! Bitte! Neue Waffe erhalten, okay. Schöne Sache das. Ah ja, guck mal, die macht ja richtig Schaden. Das waren jetzt doch schon so um die 20%, diese, glaube ich, 25% fast, die sie da weggemacht hat. Also da sind schon ordentlich Knöpfe. Kann mich irgendwer hören? Die man drücken muss. 13, das haben wir. Mach mal frei. Ich sitze hier drin fest.
So, Fahrstuhl müsste das doch sein. Und ganz offensichtlich auch ein NPC. Shit. Nee, danke, Mann. Dachte, ich würde hier nie mehr rauskommen. Komm schon. Sag was. Bist du okay da oben? Danke, ernsthaft. Dachte, ich müsste hier drin verhungern. Kein Plan, wie lange ich noch durchgehalten hätte. Und wir verlieren die 500 Seelen da. Die lagen doch, glaube ich, rechts von uns. Keine Ahnung, was hier los ist? Meinst du den ganzen Scheiß hier? Keine Ahnung, Mann. Nicht meine Gehaltsstufe. Irgendwas hat das System zerlegt, so viel ist sicher. Hat mir den verdammten Neurolink gegrillt. War wie ein Trip in den Kopf von einem anderen. Erinnerungen, Gedanken, aber nicht meine eigenen. Hier läuft irgendein kranker Scheiß. Mehr weiß ich nicht. Also, lass hören. Was ist deine Geschichte? Ich bin Davy, Mann. Arbeite am Fließband für die Raketen. Bin hier reingerannt, als die ersten Freaks aufgetaucht sind. Hab stundenlang nicht gemerkt, dass die Tür kaputt war und ich feststecke. Weiß nicht mal, wie lange ich hier drin war. Also, was hast du jetzt vor? Kein Plan, Mann. Ich bleib nicht hier draußen, kannst du einen drauf lassen. Geh vielleicht zur Servicestation, sollte ja sicher sein, richtig? Bis dann. Hau rein. Also, wer hat mit dem jetzt? Bei dem kommen wir bestimmt dann irgendwie, ist eine neue Gameplay-Mechanik bei ihm. Dafür, dass wir ihn freigeschaltet haben. Ist doch so ein Videospiel. Aber ansonsten ist das hier ganz offensichtlich eine Sackgasse. Ich finde es immer noch schade, dass man hier durch dieses Gerümpel einfach durchlaufen kann, nachdem man es einmal angeschlagen hat. Das ist, da fehlt es wahrscheinlich. Oder es ist so eine Gameplay-Entscheidung gewesen, dass wir gemerkt haben, das liegt manchmal im Weg und dann versperrt man sich die engen Gänge damit. Dass sie gesagt haben, besser so als alles kacke zu haben. Hör mal, ich komm doch hier nicht weg. Wie soll ich denn da hinkommen? Hey, Kumpel! Ich höre nicht, ob du hinter mir oder vor mir bist irgendwie. Liegt wahrscheinlich an meinem billigen Headset. Ah, da oben. Hör mal, ich komm doch hier nicht weg. Wie soll ich das denn? Komm mal bestimmt auf einen anderen Weg hin. So, hier hab ich einen reingehauen. Frontblase. Do not suicide. Schön. Deine riesige Waffe auf der Oma? Fragt er und wird getroffen. Habe ich mich wieder ein bisschen dumm angestellt. Aber nur ein bisschen. Aber wir gehen mal auf Nummer sicher einfach. Kann ich dich hier reinholen? Halbmetall. Ich weiß halt nicht, ob sich so eine Art Grinden hier in The Search lohnt. Dass man einfach mal zurückgeht und sein Altmetall einsetzt für neue Kernenergie. Noch haben wir irgendwie keine Abkürzung freigeschaltet. Was auch angenehm ist, aber ein relativ langer Weg ist, würde ich sagen.
Puh. Ich schiebe immer ein bisschen Panik. So, neuer Gegenstand. Schrotthaufen aus Metall. Das sieht immer so aus, als ob man das hier wegschieben könnte irgendwie. Aber irgendwie auch nicht. Da steht ein Bösewicht dahinter. Da patrouillieren sie. Von hier komme ich. Kann aber nicht schießen irgendwie. Nee. Ach. Das hätte ich jetzt mitbekommen sollen, oder was? Dummer Scheiß. Echt? Ich wollte ihn exekutieren, hätte ich ihn einfach mal umgebracht. Das ist dieses kleine Risk and Reward Ding in The Search. Das finde ich eigentlich ganz nett. Man kann die Gegner schnell töten oder man trennt ihnen die Körperteile ab. Und ganz offensichtlich war es dumm von mir, in diesem Fall Körperteil nicht abzutrennen. Warren. Bin ich hier fast schon wieder verlockt, runter zu springen. Aber dann kriege ich nur aufs Maul. Von daher, wir haben ja noch 2 Minuten, um zu den Seelen zurückzukommen. So kann es gehen. Schön für mich, schade für dich. Wir machen mal die ganzen Schwachstellen. Und die Drohne hat ja noch so viel Saft, dass sie ordentlich Schaden gemacht hat, oder was? Wieso ist denn der zweite? Wieso kommt denn der bisher her? Bist da angekommen? Der ist doch bei den letzten Malen nicht so gelaufen und ich stelle mich echt heute sau dämlich an. Sei vorsichtig da draußen. Schon wieder. Solltest du nicht an deinem Arbeitsplatz sein? Redet nicht immer so viel doofes Zeug hier. Ich hab da gesagt, ich hab dich hier ausgesucht. So froh, dich zu sehen, Mann. Ich fühle mich nicht gut. Gar nicht gut. Ich brauche meine Medizin. Echt übel. Es ist Stunden her, Mann. Ich schaff's nicht ohne. Was sind das für Medikamente, die du brauchst? Ist ein Implantat. Nennt sich Modaxinol. Ohne gehe ich vor die Hunde, Mann. Das letzte Mal, dass ich da raus bin... Na, du weißt, was passiert ist. Es geht mir übel. Echt jetzt. Ich werde versuchen, es für dich zu finden. Du weißt nicht, was mir das bedeuten würde, Mann. Ernsthaft. Danke. Ich weiß ja, dass ich viel verlange. Ich meine, wer will freiwillig da raus, stimmt's? Bitte, Mann. Ich will nicht krank werden. Okay. Pass auf dich. Sei vorsichtig da draußen. Die Leute... die Hunde gehen. Aber das ist witzig, in Lords of the Fallen gab es auch direkt eine der ersten Nebenquests, zwar Heilmittel zu erholen für einen so einen Dude. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir das einfach, auch wenn das heute überhaupt nicht progressiv war. Also,
progressiv sowieso nicht, die ganzen solche Videos aufzunehmen, ist nicht progressiv. Was ich meine ist, wir sind nicht wirklich vorangekommen heute. Was wirklich an mir und meiner Konzentration liegt. Sehr, sehr schade eigentlich. Aber ich glaube, morgen geht's besser. Zumindest haben wir zum ersten Mal einen NPC getroffen und ein bisschen gelernt, wie man mit dieser Drohne umgeht. Aber so richtig zufrieden bin ich mit der ganzen Schiete hier noch nicht. Die Gegner sind schon nicht einfache Handlanger, sondern man kann da schon das Leben lassen. Sehr interessant. Morgen geht's trotzdem weiter mit The Search. Ich freue mich und alternativ gibt's ja immer noch Dark Souls 3. Da, links oder rechts. Bis morgen!